Hallöchen und willkommen zurück zu Guild Wars 2 Path of Fire, hier im, immer noch im selben Gebiet, immer noch in derselben, naja, fast selben Stelle. Wir waren ein bisschen weiter, ich weiß nicht, unten oder oben, aber, ich war noch, mit meinem Character offscreen woanders, deswegen habe ich jetzt einfach die Wegmarke benutzt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so schlimm, denke ich mal, wenn wir jetzt kurz, an der Wegmarke sind und nicht mehr an dem letzten Punkt, wo wir waren. Machen kurz einen Daily Login. Zack, zack. So. Machen wir hier kurz aktivieren. Ein Lay verwirrter Skrit verbreitet Schmerz und Schrecken. So, bevor wir weitermachen hier mit diesen ganzen Sachen, denke ich mal, machen wir erstmal hier diese Herzmission noch. Wir haben ja hier zwei Herzmissionen, die sich ein bisschen überlappen. Und davon haben wir ja letztes Mal die erste fertig gemacht. Gucken wir mal. Nee. Warum sind die jetzt aber mal weg? Wie groß ist denn die Reichweite von der? Komisch. Ja, gehen wir mal da unten einfach hin. Dann kommt die wahrscheinlich wieder. Dann werde ich mal gucken, was ich da machen muss. Würde die denn wiederkommen? Hier irgendwo habe ich mich ausgelockt, glaube ich. Oh. Da ist sie wieder. Okay. Ja, das ist nochmal gekommen. Was muss ich hier machen? Berg Markierungssteine aus. Um zu reparieren. Was verbergt Vorratslager? Patrouillen. Der Erweckten. Und geplante Vorräte zurück. Ja. Geh dann einfach mal hier unten hin. Achso. Da oben, das Herz hat sich hier wieder resettet, deswegen wird das natürlich auch hier wieder auftauchen. Da muss man aufpassen. Aber das wollen wir ja jetzt nicht machen. Wir wollen ja jetzt hier unten das hier machen. Kann ich hier das Garabeos killen und dann ist es schon völlig okay. Ja, das geht. Das ist halt natürlich ein ganz, ganz, ganz kleiner Fortschritt, aber man könnte das Karabin killen. Also wir sollen ja auch hier vor anderen Gefahren die Verbannten schützen. So. Also das gehört, glaube ich, auch zur. Seht ihr das? Irgendwie, ja? Wenn ich jetzt hier so langsam lang, dann bekomme ich immer wieder ein bisschen Fortschritt. Ich muss einfach nur bei dem bleiben. Ich muss ihn einfach nur beschützen, quasi. Das ist ja die easyste. Easyste ist auch ein geiles Wort. Das ist ja die leichteste Aufgabe seit langem mal. Ich muss einfach nur den Typen hier. Kann ich einfach außerhalb bleiben? Ich darf nicht außerhalb des Kreises. Ich muss innerhalb des Kreises bleiben. Wenn ich innerhalb des Kreises bleibe, bekomme ich immer wieder pro Tick immer ein bisschen Fortschritt. Ist ja mega einfach. Oh, das ist in. Hätte ich mal nicht angegriffen. Ach gut, der verschwindet sowieso. Blub. Nein, der rennt ja schneller als ich. Ich hab zu wenig gepanzert.
Wieder gar nicht. Ja, mach mal schön hier langsam. Das finde ich super. Oh no. Wir heilen wie ein Wesen. Oh no. Die schöne Phase ist vorbei. Jetzt muss ich erstmal hier die Gegner killen. Ah, das Event hat mir auch noch mal einen Fortschritt gegeben. So, zack. Nur kurz hier noch ein bisschen drin bleiben. Und dann haben wir es auch. Nice. Oder die Insekten. 6 von 6, damit haben wir ja eigentlich alle Herzenmissionen in diesem Gebiet fertig. Das ist ja schon mal was. Und zwar, eure Freunde. Alter, das nervt so ein bisschen, dass hier immer diese Gegner spawnen. Warte mal, da gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Das war mein Tod. Andererseits hat es mir diese großartige Tätigkeit eingebracht. Ja. Also, eure Freunde in der Lichtungs. In den Lichtungstrockenfeldern. Bedingt durch ihre Erziehung betrachten Elonia jeden, der nicht zu unserem Königreich gehört, als gefährlich und als mögliche Bedrohung unserer Freiheit. Verzeiht, dass wir erst fern unserer Heimat Exil finden mussten, um euch zu treffen und unseren Geist und unseren Herzen von eurer Großzügigkeit weiten zu lassen. Die Wahrheit, die ihr uns gezeigt habt, strafft 1000 Lügen. Lügen. 1000 Lügen, Lügen? Ich glaube, da haben die einmal Lügen zu viel gemacht. Kofi! Okay, damit haben wir diese Herzenmission auch. Und wir haben wahrscheinlich jetzt dadurch auch alle Herzenmissionen, ne, 6 von 6 genau, in diesem Gebiet gemacht. Somit brauchen wir uns erstmal nicht darauf zu konzentrieren, noch mehr Herzenmissionen zu machen. Und können hier schön die Story weitermachen. Und zwar einmal hier. Wollt ihr etwas, Wanderer? Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Oh, nur aus Geschichten. Angeblich soll Vlas dort geboren sein, aber sie ist schon lange nicht mehr da. Was ist mit der Stadt passiert? Es war Jokos Schuld. Als er den Fluss umleitete, um diese Region zu beanspruchen, hatte das verheerende Folgen für die ganze Wüste. An diesen Stellen mit Treibsand ist er schuld. Und auch am Untergang der Stadt, sagt zumindest die Legende. Okay, ihr habt hoffentlich alle zugehört oder zumindest im Chat geguckt, dass da so stand, weil ich leider angegriffen wurde. Das ist immer noch so ein bisschen dämlich gemacht, dass man währenddessen angegriffen werden kann. Oh, komm mal zurück. Lass den Gegner da mal in Ruhe. Dann haut er wieder ab. Ja. Hey, du bist einer von den Vertriebenen, oder? Von südlich der Wand. Lass mich einfach in Frieden. Ja, ja. Ich finde es grässlich hier. Der Kreis ist immer noch da. Du siehst es gar nicht. Du gewöhnst dich schon noch dran. Wahrscheinlich. Der Kreis ist immer noch da. Also bedeutet das hier echt immer noch was ist, oder? Mondsicheln haben meine Familie. Ich hab mal hier kurz das wieder aus. Ich guck nochmal hier in diesem Kreis nach. Vielleicht ist dann irgendwie was weg. Was ist eigentlich mit dem Sternchen? Wo geht das Sternchen eigentlich hin? Ach, wir haben hier da auch noch was, ne? Das ist da wieder was aufgetreten. Da geht wahrscheinlich auch das Sternchen hin. Olesha sagt, er könne uns hier rausbringen. Aber da hinten ist noch ein Sternchen, mit dem wir reden können. Ich weiß, viele haben es versucht. Vielleicht irgendwer muss es doch wissen. Verzeihung, kennt ihr zufällig die älteste Muriel? Ich bin in den Flusslanden auf der Suche nach etwas Wichtigem. Ich durchkämme das Gebiet schon seit einiger Zeit nach Informationen. Besuch hat sie sehr gern. Aber ihr solltet etwas wissen. Muriel ist sehr alt und ihre Antworten sind nicht immer eindeutig. Bitte habt Geduld mit ihr und versucht laut zu sprechen. Sie hört nicht mehr so gut. Ah, jetzt ist der große Kreis weg. Jetzt wissen wir hier... Nee, gar nicht. Der große Kreis ist nicht weg. Oh, das sah nur so aus. Muriel, wo ist denn die? Ist sie das da?
Und wer seid ihr? Ich kenne euer Gesicht nicht. Aber es gefällt mir. Oh, danke. Verzeiht bitte die Störung, aber ich hatte gehofft, dass ich euch etwas fragen könnte. Wisst ihr etwas über eine verlorene Stadt, die irgendwo in den Flusslanden liegt? Eine Stadt, die vollkommen verschlungen wurde. Von der Wüste selbst. Kesho. Ja. Kesho. Ist das der Name der Stadt? Stadt? Nein, eine Stätte der Geburt. Wo sich die Vergessenen abmühten. Wo Vlast das Licht der Welt erblickte. Wo Glint uns ihr Vermächtnis hinterließ. Ich muss Kesho finden, älteste Muriel. Könnt ihr mir sagen, wo das ist? Ein schrecklicher Weg durch schreckliches Land. Jenseits der sinkenden Dünen. Verstehe. Danke. Okay. Kesho, Vlasts Geburtsort. Jetzt muss ich nur noch fündig werden. Oh lol. Wie viele Informationen brauchst du denn bitte noch? Der Kreis ist noch da. Sind natürlich die ganzen Kreise da oben wieder da. Lol. Okay. Ich hoffe, was ist dieser große Kreis, ja? Der doch irgendwas noch mit irgendwas zu tun. Ich verstehe nicht, warum da noch so ein Riesenkreis ist. Das macht doch keinen Sinn. Ich habe übrigens meine Mounts ein bisschen geskinnt, ja? Also ich finde den Raptor schon in diesen blutbeschmierten Rot. Den finde ich schon ganz geil, dass man das so machen kann. Ja, so angemalt. Ich finde das aber noch nicht so geil, wie mein Häschen aussieht. Das habe ich jetzt so ein bisschen gemacht. Das könnte man noch ein bisschen besser machen. Und mein Raptor sieht schon, mein Schilberon sieht ein bisschen so aus. Erstmal. So. Aber ich mein Raptor, der ist schon ganz geil. Ah, guck mal, hier, da. Ja. Ich habe das Gefühl, ich werde das bereuen, aber ich habe noch eine Frage an euch. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho? Ihr meint... Oh, wartet mal. Kesho. Ich weiß, von wem ihr sprecht. Nein, Kesho ist ein Ort. Ich habe ihn bei einem Crew-Kennenlernfest vor ein paar Jahren getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Etwas klein geraten, ja? Redet laut, stinkt nach Lösungsmittel. Bitte, sprecht nicht weiter. Und wie er lacht. Was Übleres habe ich noch nie gehört. Danke. Ich gehe jetzt. Oh nein. Warum habe ich bloß gedacht, dass es diesmal anders laufen würde? Bitte, sprecht nicht weiter. Okay, ich muss sagen, dass manchmal mit der Stimme hier meinen Charakter ist, viele, viele Gespräche total gut funktionieren, sich gut anhören irgendwie, aber dann manchmal auch wiederum nicht. Also, war so ein Mischmasch. Aber dieser Kreis ist immer noch da, ich verstehe nicht warum. Nochmal nach, ob wir hier irgendwie noch jemanden haben, mit dem wir auch noch reden können. Oh, was ist das denn hier? Oh, was schön einfach. Können wir mit jemandem hier noch reden? Ansonsten gehe ich dann nochmal zu den anderen Leuten da oben. Dann sind die Kreise mal wieder aufgetaucht, weil wir können die nochmal befragen. Aber ich sehe hier niemanden noch mit so einem Symbol. Vielleicht da oben, das Herzchenhain, der Herzchenhaini da oben. Da noch. Da ja ganz oft diese Herzchenhainis da, diese Sachen. Die waren grob. Und ich hatte recht. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho. Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Ach ja, neulich habe ich Ardra jemanden wegen Kesho anbrüllen hören. Ist das ein Ort? Ich dachte, es wäre eine Person. Ardra, wo kann ich sie finden? Sie ist westlich von hier, aber nur so als Vorwarnung. Sie ist etwas kratzbürstig, wenn es um Schatzjäger geht. Ich bin nicht auf der Jagd nach Schätzen. Ich bin auf der Suche nach Antworten. Ich bin nicht sicher, dass Ardra den Unterschied zu schätzen weiß, aber trotzdem viel Glück bei eurer Suche. Im Westen? Das heißt also im Endeffekt hier in der Bubble im Westen? Oder what the fuck, ist das ein Meta-Event? Ja, das ist ein Meta-Event, okay. Meta-Event, was auch angezeigt wird, wie groß die Reichweite ist, ja, wow. Im Westen, ich guck mal, im Westen der Bubble hier, ansonsten, wenn das da nicht ist.
Vielleicht da oben. Ja, oder auch nicht. Vielleicht hier drüben. Oh, das tut weh. Hallo? Jemand? Oh, nee. Hier wohl nicht. Wir machen uns hier um. Ja, ich glaube nicht. Aber ich glaube, diese Person könnte die Person sein, die wir brauchen, aber die ist hier nicht. Gut, wenn man natürlich das Spiel Westen meint, dann kann es auch sein, dass das Spiel gar nicht wirklich Westen meint. Aber vielleicht meint sie auch Westen von der anderen Stelle aus gesehen. Das kann natürlich auch sein. Das ist immer so ein bisschen nicht so ganz, ne? Aber wir gehen mal hier hin. Und da reden wir dann auch nochmal mit den Leuten. Verzeihung, ich hätte noch eine Frage an euch. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Ah, Kesho, so heißt der Ort. Die verschollene Stadt, aus der Vlast stammt. Ich wusste doch, ich hatte schon davon gehört. Aber das ist so ziemlich alles, was ich weiß, fürchte ich. Schaut doch bei Jünger Adisa vorbei. Ist er im Westen oder was? Ach nee. Wenn der Kreis hier noch nicht weg ist, dann muss er ja irgendwo hier sein. Aber hier, wo soll denn sie sein? Dieses Spiel, das ist doch... Mensch, warum macht man das? Warum macht man das? Warum quält man mich so hiermit? Voll die Qual. Warum geht der Kreis nicht einfach weg? Damit ich weiß, dass ich hier alles gemacht habe. Lass mich in Frieden mit dieser Aufgabe. Ich glaube nicht, dass... Obwohl, könnte natürlich sein, dass doch hier... Achso, das Kreis geht deswegen nicht weg, weil hier die das ist. Verzeihung, ich hätte noch eine Frage an euch. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho? Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich erinnere mich an einen Kinderreim, in dem es um diesen Namen ging. Den hatte ich von den Ältesten. Da war die Rede von Pilgern, die in die Flusslande reisten, um die Vergessenen aufzusuchen. Sie gelangten dorthin, indem sie dem Fluss folgten. Von der Biegung aus ging es ein Stückchen nach Norden und dann nach Westen. An mehr erinnere ich mich nicht. Ey, das ist doch schon mal ganz cool. Das ist schon mal ein toller Anfang, ne? Ihr da! Habt ihr unterwegs irgendwelche glitzernden Schuppen gesehen? Ich sammle Splitter des Blas von den Gebrandmarken. Ja, nee. Ich suche nach einem Weg, der sehr, sehr, sehr deutlich ist, um mich da zu dieser vergessenen Stadt da zu schicken. Ich gehe, glaube ich, erstmal dahin. Ja, doch, da machen wir erstmal. Machen wir erstmal da. Kavusch! So, du willst mit mir talken. Verzeihung, ich hätte noch eine Frage an euch. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho? Nie gehört. Aber Nyala könnte etwas wissen. Einen Versuch ist es mindestens wert. Viel Glück. Ja, stimmt, die ist wahrscheinlich wieder im Zelt dran, da. Kesho. Aber das war ja auch nicht ganz klar, ob Kesho wirklich die Stadt war oder ob sie damit einfach nur jemanden meinte. Ne? Verzeihung, ich hätte noch eine Frage an euch. Ich suche eine verschollene Stadt namens Kesho. Was wisst ihr darüber? Kesho. Oh, Kesho, ja, das ist der Ort. Nur zu? Diese Schatzjäger, die ich vor nicht allzu langer Zeit getroffen habe, die suchten nach einer verlorenen Stadt. Der Name war mir entfallen, bis ihr ihn eben erwähnt habt. Er war ganz sicher Kesho. Haben sie es gefunden? Wohin wollten sie denn? Ins Ödland. Sie mussten irgendwie den Treibsand überwinden und ich habe ihnen vorgeschlagen, im Springerlager vorbeizuschauen.
Keine Ahnung, was aus ihnen geworden ist oder ob das hast du definitiv nicht gemacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Du hast definitiv nicht im Springerlager danach nachgeschaut, sondern im Schweberochenhof, weil das da stand. Du kannst auch kein Treib... Das ist ja mega der Fail gerade. Also ArenaNet, wenn ihr das nochmal durchseht, das ist, da habt ihr irgendwie die falsche Voiceline mit drin. Springerlager. Ganz bestimmt nicht. Man kann mit dem Springer nicht irgendwie Treibland überqueren. Schweberochen. Da stand ja auch Schweberochen und die Aufgabe ist ja auch im Schweberochenhof. LOL. Einfach mal die falsche Voiceline mit drin gehabt. Na gut, also dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gehen wir zum Schweberochenhof. Ja, nicht zum Springerlager. Das ist nicht richtig. Und dann schauen wir mal, ob wir da was finden. Wir haben zumindest das herausgefunden. Wir haben jetzt nur noch einen einzigen Stern und können jetzt zumindest... ja, ich sag mal, zumindest eine vage Richtung haben wir jetzt, sag ich mal. Und das ist doch schon mal ganz schön. Ja, dann geht's doch nichts mehr weiter. Also haut rein. Tschüss.